Leyla Lahoua erlebte bei Promi Big Brother einen doppelten Erfolg. Trotz der Herausforderung in Form von der Anwesenheit von Mikes Ex-Freundin Elena Miras verließ sie die TV-Show als Gewinnerin mit 100.000 Euro und einem Heiratsantrag von ihrem Traummann Mike Heiter. Doch der Triumph wird von Spekulationen überschattet. Einige Fans vermuten, dass ihr Sieg nicht fair zustande kam. Auf Leylas Instagram-Kanal mehren sich die Anschuldigungen, dass ihr Erfolg bei Promi Big Brother inszeniert war. Ein Fan äußert, 100 pro Inszenierung vom Sender. Andere spekulieren, dass Sat.1 den Sieg und den Antrag orchestriert hat, um eine zukünftige Doku-Soap mit Leyla und Mike zu fördern. Jetzt reagiert Leyla auf diese Vorwürfe. Leyla zeigt sich von den Manipulationsvorwürfen unbeeindruckt. In einer Instagram-Fragerunde stellt sie klar, das Einzige, was fake ist, sind Menschen, die das verbreiten. Es war absolut nichts fake oder geplant. Der Sieg hat ihr eine wichtige Lektion erteilt, dass das Gute immer siegen wird und dass die Neider in der ersten Reihe sitzen dürfen, um zuzuschauen. Deshalb sei es ein richtig schönes Gefühl für sie, jetzt als Gewinnerin aus der Show zu gehen. Ihrer Community ist Leyla so dankbar dafür, dass sie so fleißig für sie gewotet haben. Zudem äußert sich Leyla zu ihrer Beziehung zu den anderen Teilnehmern. Sie zeigt sich enttäuscht. Ich habe schon bei 3/4 der Leute gedacht, man könnte danach noch Kontakt haben. Aber nach dem, was ich alles jetzt mitbekommen habe im Nachhinein, hat sich das, glaube ich, erledigt.